Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des Homeworld 2 Remastered Let's Plays, wo wir gerade hier versuchen, noch im letzten Moment hier die Sachen mit den Kernen zu regeln. Und ich sehr gespannt bin, ob ich es hinbekomme oder eben auch nicht. Zwei Kerne haben wir schon. Also der zweite ist entweder auf dem Weg oder schon da. Bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Er ist gerade angekommen. It must be secured immediately. Ja, und wir sollen jetzt noch den letzten ernten. Und das, dann machen wir uns doch mal auch direkt auf den Weg. Mach du mal deinen Weg dahin. Ihr ballert da schön drauf. Du fliegst da mal hinterher. Ich kann... Oh, perfekt. STRG-1. Sehr gut. Jetzt ist der STRG-3. Du bist STRG-2. Und die 3 liegt jetzt... Da mal hinterher. So, schafft ihr das? Was haben sie geschafft? Da drauf. So, jetzt haben wir uns einmal. Hier. Okay, doch nicht. Weil dann erstmal da drauf. Liegst jetzt da. Ungefähr dahin. Die Hilfe ist auf dem Weg zu dir, richtig? Ja. Ist hier viel los. Standing by. Group 1 reporting. Engaging. Uiuiuiui. Target lost in Nebula. Standing by. Was? Target lost da oben hin. Group order confirmed. En route. Da hin. Du bist wichtig. Mensch, mach dich auf den Weg, du scheiß Ionengeschütz-Fregatte. We're drawing heavy fire. Frigate lost. Group 3 under attack. Hit, hit. Damage report. Flak frigate complete. Aha. Frigate lost. Da, drauf auf das. Ich sehe es schon kommen. Wir verlieren die Ionengeschützfregatte. Die Abwehrdingensfregatte. Da muss ich nochmal eine neue bauen. Nämlich nur eine. Ja, wir kommen da auch nicht hinterher. Dann. En route. Torpedo frigate under heavy fire. Group 1, show no mercy. So, der Rohstoffsammler, der ist eigentlich schon gut positioniert. Das passt. Jetzt fehlt uns nur noch ein Abwehrdingens, das dort oben einmal kurz hilft. Group 1, reinforced. Attack vector laid in. Group 3 destroyed. So, und die Abwehrgeschützfregatte ist so gut wie da. Destroyer being boarded. Frigate lost. Defense kriegen sie noch hin. Complete. So, da ist sie. Mach sich hier mal. Wer fällt ein auf dem Weg? Los. Ich schicke die jetzt absichtlich so schräg raus. Group 1 standing by. Flak frigate complete. Ja, greift hier einfach alles an, was ihr habt. So, wir haben nur noch unsere Ionengeschützfregatten. Wir bräuchten aber eigentlich Torpedogeschützfregatten. Group 1. That's all of them. Ready for orders. Copy. Noch kurz warten, bis ich das quer losschicke. Eigentlich könnte ich jetzt schon. So, wenn ich Glück habe, greifen sie das nicht an. So, der eine Zerstörer muss hier raus. Und zwar der low ist. Ich krieg den angeklickt. Der da. Ja, ich weiß. Ich hätte den bestimmt retten können. Aber nicht so. So, das haben wir geschafft. Ihr seid jetzt Group 1. Group
Könntet ihr aus dem Nebel rauskommen? Es wäre äußerst sinnvoll, nicht in diesen scheiß Nebel zu kämpfen. Ich weiß, es ist schön, da zu kämpfen, aber es ist nicht unbedingt mein Primärziel. Der Zerstörer ist auf dem Rückweg, das ist gut. So, wie sieht's bei euch hier oben aus? Roger. Confirmed. Wir werden das gleich wieder genauso machen wie gerade eben. Du kannst schon mal näher ranfliegen. Wir fliegen da fix rein, setzen dieses Geschützteil. Oh, wir haben es geschafft, wir werden nicht mehr angegriffen. Repariert mal kurz. Wir setzen dieses Geschützteil, dieses Dev-Teil und dann fliegen wir sofort zurück. Ich vermute, das wird nicht so gut klappen, wie ich mir das erhoffe. Okay, Gruppe 1 wird angegriffen. Verteidigt euch einfach. So. Du fliegst da rein, genau. Du bleibst in der Nähe davon. Muss ich hier oben kurz aufpassen. Okay. Abbauen. Standing by. Und Def an. Defense field powered up. Resource collector under attack. Anhalten. Nein, am besten da. So. Group 1 reporting. Destination locked in. Standing by. So, der Rohstoffsammler hat das, was er haben soll. Wir fliegen aber erstmal hier hin. Nimmst du das Ding weiter mit? Nein. Ah, ah, ist das schlecht. Das heißt, der fliegt jetzt hier einmal querbeet an den Fronten vorbei, oder was? Torpedo Frigate complete. Sieht mir stark danach aus. Na gut, okay. Dann gebe ich euch mal das als Befehl. Mal gucken, was das bringt. Gruppe 10 soll weiter abbauen. Mir ist erstmal. Aber das ist nicht mehr viel. So, du kommst wieder mit zur 1. Diese Aufgabe. Also wir schicken jetzt erstmal fix alles nach da oben zum Deffen. Ich weiß, ich hätte hier eigentlich recht viel gerade auch zum Abbauen weiter vorne. Okay, Angriff kommt von dort. Dann fangen wir den auch dort ab. Aber... Also wir hätten hier diese Dinge, aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich da hinfliege aktuell. Schafft ihr die? Oder fliegen die weg? Perfekt, easy. So. Wie viel ist denn das an Ressourcen überhaupt? Was hier so rumflattert. Da hinten haben wir nochmal 5000. Das ist sogar eine Hausnummer. Roger. Reporter confirmed. Group 10 reporting. Aber wir schaffen es zumindest, alle Kerne zu sichern. Alter, diese Mission, die hat mich richtig, richtig gefordert. Wir haben haufenweise Ressourcen ausgegeben, haben es aber trotzdem noch geschafft. Ist die RGC? Na gut, wir geben also erstmal keine neuen Befehle. Das hier passt auch. Damit euch da. Alter Verwalter. Und anscheinend sind es nur die einzelnen Dinger da gewesen, die gefährlich sind und nicht der Nebel selber, wo ich mir bei dieser Information nicht sicher bin. Group 1 standing by. Coordinates confirmed. So, der letzte Kern kommt. Mothership. Ich sehe den Kern zwar nicht, hoffe aber, dass er mitgekommen ist, ansonsten mache ich ein dummes Gesicht.
all three Ventusi core fragments are safe. The first of the great cores now belongs to us. Dispatch the remaining Vager forces. Ja, zerstören Sie die restlichen Streitkräfte zerstören. Dann sammelt ihr mal das. Wir fliegen mal dahin. Mit denen hier logischerweise, die kommen auch mit. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo die restlichen Einheiten sind, ne? Aber vermutlich weiter da hinten. Wir haben hier hinten übrigens auch noch ein Trümmerfeld produziert, was ich nicht abgeerntet habe. Ich hoffe, das kommt gleich automatisch rein, wenn wir in die nächste Folge gehen. Ansonsten mache ich ein dummes Gesicht. So, liebe Ventusi, zeigt euch doch mal, wo ihr seid. Das ist nicht die Ventusi, nee, das ist nicht Ventusi, die Vangir. Die Ventusi sind ja die hier. Die stehst du so auf das Wort Ventusi, dass du schon bekloppt wirst. Los, komm! Angezeigt wurden mir ja hier welche. Einfach so gar keine Info haben, wo die sein sollen. Ich meine, ja, okay, der Nebel tut abschirmen, aber es wäre halt trotzdem mal schön, wenn ich ein bisschen die Info kriege. Da. Und go. Alles dreht sofort ab. Auch unser Superschlachtschiff, auch wenn das Superschlachtschiff eine halbe Ewigkeit braucht, bis es da ist. Schwere Raketenfregatten. Da hinten haben wir noch das. Und nochmal ein Raumdock. Alles klar. Gut. Das kann nur unnötig schwierig werden. Also unnötig lange dauern, sagen wir es mal so. Der eigentlich schon direkt sich. Ja, der hat sich schon direkt das richtige Ziel rausgesucht. So, jetzt müsste der Rest eigentlich alles hier. Ja, alles auf dem Weg zum Raumdock sein. Normalerweise wäre der perfekt, um das Raumdock zu zerstören, als Superschlachtschiff. Aber ihr könnt euch ja sicherlich denken, dass es eine halbe Ewigkeit dauert, bis der jetzt hier ist. Und wahrscheinlich werden meine 6 Zerstörer das Problem schon von alleine lösen. Ja, diese Information bin ich richtig. Und da darf ich mir nächste Folge Gedanken machen, dass ich die Flotte wieder aufbaue. Eieiei. Okay, wir können schon mal sagen, 4 Ionengeschützfregatten, 5 Flakfregatten, 4 Marinefregatten. Dann wäre schon mal das. Und bei den Korvetten einfach alles. Alles. 7. So, das ist das, was gebaut werden muss. Die Ressourcen dazu sind logischerweise nicht da. Haben wir alle? Offensichtlich nicht. Ansonsten wäre es ja abgeschlossen. Aber ich sehe auch nichts weiter. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Obwohl ich gerne hier so durch den Nebel fliegen würde. Und ganz ehrlich, STRG-1, du. Du kannst hier mal zurückfliegen. Du bist null eine Hilfe. So, habt ihr was zum Abbauen?
das und das, hol's einfach. Da hinten ist das nächste Ziel. Und ja, meine berechtigte Sorge ist die von gerade eben, dass sie durch den Nebel hier querfliegen, weil sie dahin wollen. Deswegen muss ich da ganz kurz gegensteuern. Es kann auch sein, dass hier hinten irgendwas Fettes jetzt noch ist, ne? Ja, und ich habe mich jetzt schon entschieden, wie ich die Aufnahme mache. Ich werde jetzt diese Mission noch zu Ende spielen. Und wenn wir mit dieser Mission fertig sind, dann werde ich eine Aufnahmepause machen. Und werde dann einfach die Folge wieder zusammenrechnen. Ist ja kein Thema. Habe ich ja schon oft genug gemacht. Also unabhängig davon, es sei natürlich, ist es jetzt gleich vorbei. Ich werde mir dann maximal halt nochmal das Intro neu anschauen, damit ich weiß, wo ich bin. Weil ich habe festgestellt, wenn ich den Übergang der Mission sehe, dass ich dann wenigstens weiß, wo ich war. Und ich bin ja hier auch wieder in eine Mission reingestolpert in der Aufnahmesession, wo ich erst gar nicht wusste, was abgeht. So. Da ist noch ein Trägerschiff. Ihr baut da noch Ressourcen ab, okay. Hauptsache, wir müssen die ganze Rohstoffernte auch noch, nicht auch noch platt machen. Achso, das Ding ist weg. Perfekt. So, jetzt mach's mir bitte nicht zu kompliziert. Sehr gut. No additional hostile contacts detected. The Bentusi core is stable and has established a positive link with our own. Und er sammelt die Ressourcen und wünscht mir Glück, dass das eine Hausnummer war, dass ich mit wenigstens 20.000... established contact with Captain Soban's tracking device. Far jump coordinates locked in. Da reingehe und ja. Perfekt. Wir gucken uns jetzt noch den Anfang an, den gucke ich mir dann nächste Folge nochmal an. Und dann mache ich jetzt gleich eine Aufnahmepause. Aber erstmal halte ich meine Klappe. Captain Soban has the location of Balcora Gate. He has been taken to a rally point near the Vegar outpost Thaddeus Sabah. We must mount a rescue operation before he can be interrogated. The outpost is heavily defended, but we have identified a weak point. We will hyperspace into a nearby nebula that will provide us with cover. Stand by for hyperspace exit. Auch ein super Schlachtschiff. Eieiei. We have arrived at the Vega Rally Point.
Captain Soban's tracking signal is coming from the carrier. He is being transferred to the command station, Thaddeus Sabah. In order to rescue Soban, we must assault this station. Okay, 15.000 Ressourcen, das geht klar. Gut, und das, was hier jetzt passiert, machen wir nächste Folge. Ich muss nichts zusammenrendern, wunderschön. Perfekter Übergang. Ich werde das nochmal anschauen, damit ich nächste Folge weiß, was ich machen muss. Ansonsten bedanke ich mich jetzt soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben, damit ich mich schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und sage wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö.